Hey Leute, was geht? Hier ist Rus und damit herzlich willkommen zur nächsten Road to Glory Folge. Vielen Dank fürs Feedback der letzten Folge. Ihr habt wieder über 5000 Likes dagelassen. Würde mich freuen, wenn wir das heute auch wieder schaffen würden. Ihr seid die Besten, lasst auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und dann gehen wir rein in die Folge. Das Gameplay hier gerade war jetzt gerade noch vor der Weekend League, aber wir springen natürlich auch gleich rein in die Weekend League. Ihr seht hier, wir sind bei 423.000 Münzen, das war nach den Weekend League Rewards, wo wir ja richtig reingelackt haben. Aubameyang Impact, dadurch haben wir uns einiges an Münzen gespart, denn den wollte ich mir eigentlich ursprünglich kaufen. Dadurch hatte ich natürlich einige Möglichkeiten, mein Team nochmal komplett zu verändern. Ich habe mich dann dazu entschieden, Kondogbia und Mondi zu verkaufen und mir Pogba zu holen. Ich bin ganz ehrlich, wäre da jetzt direkt ein frischer Pogba gekommen, hätte ich wahrscheinlich zugeschlagen. Ich habe dann aber nochmal mit Tim Latka geschrieben und der meinte, ja, Pogba als ZDM, meinst du, das ist so gut, weil der hat dieses Jahr hoch-niedrig Arbeitsraten. Ich habe euch auch im letzten Video schon dazu gefragt, was ihr dazu meint. Und mir haben dann auch extrem viele geschrieben, dass die den auch als ZDM spielen und der mega abgeht. Deswegen, wir werden uns Pogba auf jeden Fall so bald wie möglich holen. Aber ich habe mich dann für eine andere Variante erstmal entschieden. Dadurch wurde es nicht Pogba, sondern was anderes. Und meiner Meinung nach war das dann auf jeden Fall die schlauere Wahl fürs Erste, weil wir dadurch direkt drei Spieler geupgradet haben. Nämlich Mondi, Davinson Sanchez und Hugo Lloris wurden alle geupgradet. Einmal Sergio Ramos im Team für Davinson Sanchez. Ramos ja einer der besten Innenverteidiger im Spiel, definitiv. Wenn nicht der beste Non-Icon-Innenverteidiger. Dann holen wir uns Courtois, der letzte Woche in der Weekend League unfassbar stark war gegen mich. Hat immer unfassbar gut gehalten, wenn ich gegen den kam. Dann haben wir uns den Kondogbia natürlich wieder zurückgekauft. War natürlich schade, dass wir unseren umsonst verkauft haben, aber was soll's. Und zum Abschluss kommt dann auch noch Marcelo mit seinen 5-Star-Skills in unser Team, damit die meiner Meinung nach beste Non-Icon-Abwehr in FIFA 19 schon in der zweiten Woche der Weekend League am Start. Unfassbar. Vielleicht ist Jordi Alba von Barca noch ein bisschen besser als Marcelo. Könnte man theoretisch auch einbauen, aber ich bin dann erstmal mit Marcelo gegangen und insgesamt hat er mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall auch gleich noch so eine kleine Review zu allem geben. Und dann wurde natürlich wieder die ganze Weekend League gestreamt. Auch nächste Woche werde ich wieder streamen, also schaltet da unbedingt ein, wenn ich wieder live bin. 14 zu 1 standen wir nach 15 Spielen. Ich habe die ersten 15 Spiele jetzt mal weggelassen, weil die sind eigentlich immer relativ, ja, uninteressant. 14-1 war unfassbar stark. Das letzte Spiel hatten wir 2 zu 1 geführt und dann in der 90. Minute ein Longshot-Tor bekommen und in der Verlängerung verloren. War natürlich bitter, aber mit 14-1 immer noch absolut zufrieden. Letzte Woche sind wir mit 15-0 reingestartet, diese Woche mit 14-1. Also das läuft aktuell richtig, richtig gut. Ich muss nur noch daran arbeiten, dass wir diese Form dann auch in den letzten 10 bis 15 Spielen aufrechterhalten können. Hier kommen wir gegen ein Serie A-Team. Wir stehen 15 zu 1. Und letzte Woche habe ich beim Stand von 15 zu 1, glaube ich, dann nochmal verloren und stand 15 zu 2. Deswegen hieß es jetzt natürlich volle Konzentration, um den Start nochmal ein bisschen besser zu machen als letzte Woche. 16 zu 1 wäre schon auf jeden Fall absolut genial. Was man ansonsten nicht in dem Video gesehen hat, ist, dass ich den Leihspieler von Hazard Player of the Month gemacht habe. Da haten relativ oft Leute dagegen gegen Leihspieler, aber warum sollte man die sich nicht holen? Jeder hat Zugriff auf die Leihspieler. Deswegen habe ich auch in den letzten 5 bis 8 Spielen mit Ronaldo Leihspieler und so gespielt. Die kann man einsetzen. Jeder hat Zugriff auf die Leihspieler. Deswegen habe ich das gemacht. Und nächste Woche kann ich dann halt nicht mehr mit denen spielen. Deswegen habe ich die Chance diese Woche genutzt. Hier kamen wir gegen einen richtig kranken E-Sportler. Der stand letzte Woche 30 zu 0 nach seinen 30 Spielen. Heißt, er hat alle 30 Spiele gewonnen. Und ja, was soll ich sagen? Er hatte ein unfassbar krankes Team, Cristiano Ronaldo und Co. Und bei solchen E-Sport-Games gegen richtig kranke Spieler möchte ich dann auch immer noch ein paar Chancen reinschneiden. Nicht nur die Tore, damit ihr euch ja ein eigenes Urteil über das Spiel machen könnt und selbst beurteilen könnt, ob man verdient, gewonnen oder verdient, verloren hat, je nachdem wie das Spiel ausgeht. In der ersten Halbzeit hatte er auf jeden Fall die besseren Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit habe ich dann aber richtig gut aufgedreht. Hier ein schöner Schuss von Kondogbia, aber Courtois ist halt echt ein verdammt starker Torwart. Und hier macht er dann einen richtig schlimmen Fehler, der zu Aubameyang kommt, aber
Ja, der Finesse-Shot mit Timed wäre vielleicht besser gewesen. Hier habe ich mal versucht, direkt aufs Tor zu schießen. Kam zwar aufs Tor, aber war leider viel zu schwach. Und dann in der 83. Minute der Ballverlust, aber der Gegner spielt den Ball zu Kondogbia, der auf Lozano, der auf Hazard und der mit dem 1:0 in der 84. Minute. Unfassbar krankes Spiel. Hat mich natürlich extrem gefreut. Am Ende gewinnen wir tatsächlich das Ding gegen jemanden, der letzte Woche ungeschlagen war. Letzte Woche nach den Spielen gegen Kurt, Dabzier und Nightwatcher hieß er, glaube ich, drei kranke E-Sportler, die wir alle knapp verloren haben, bis auf gegen Nightwatcher. Konnte ich es diese Woche schaffen, mich gegen den E-Sportler durchzusetzen. Richtig geniales Spiel und die Stats sprechen auf jeden Fall auch für mich. Es war definitiv ein 50-50 Game. Hier seht ihr auch die Stats, letztes Jahr zahlreich in der Top 100 gewesen und auch bei einem Foot Champions Cup dabei gewesen. Und dann bekommt man so eine Nachricht. You are so awful. Auf Twitter hat er dann auch noch geschossen. Ja, war relativ unnötig. Der war ziemlich salty, aber was soll's. Da konnten wir dann nur drüber lachen. Meine Community hat mich dann auf jeden Fall gut verteidigt auf Twitter, ohne ihn zu beleidigen. Das ist mir ganz wichtig. Auf jeden Fall ein fettes Dankeschön geht an euch raus. Auf euch kann man sich immer verlassen. Ansonsten, ja, hat er sich dann später auch noch entschuldigt bei mir via Xbox-Nachricht, dass es unnötig war, mich als awful zu bezeichnen. Aber ja, so, über sowas kann ich nur lachen. Und der Sieg war definitiv richtig, richtig stark. Und das hat mich mega gefreut, dass ich es diese Woche geschafft habe, mich gegen so einen E-Sportler durchzusetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, gegen wen wir nächste Woche spielen. Denn ich muss sagen, letztes Jahr in FIFA 18 habe ich nur sehr, sehr selten gegen kranke Top 100 E-Sportler gespielt und jetzt schon nach zwei Wochen gegen vier Stück, das ist schon absolut heftig. Bilanz, ein Sieg, drei Niederlagen, aber wir arbeiten daran, die Bilanz auf jeden Fall nach und nach zu verbessern. Wäre natürlich zu krass, wenn wir das schaffen würden. Ansonsten haben wir danach leider direkt verloren gegen auch ein richtig krankes Team mit Eusebio und Co. Kann man natürlich mal verlieren, wenn man gegen so ein krankes Team kommt, gar keine Frage. Aber das gleichen wir dann sofort wieder aus im nächsten Spiel. Nachdem wir 17:2 stehen, können wir uns hier auch sehr, sehr gut durchsetzen. Hier mal wieder ein richtig komisches Tor. Aber naja, nehme ich auch mit. Damit stehen wir 18:2. Denn der Gegner hat hier auf jeden Fall keine Chance mehr gehabt, nochmal ranzukommen. Ansonsten wolltet ihr, wie gesagt, ein kleines Feedback zu meinem Team. Ich bekomme auch in dem Chat immer Fragen, wie findest du Fabinho, wie findest du Aubameyang und so weiter und so fort. Deswegen ein kleines Feedback. Courtois finde ich mega, mega stark. Fand ich auch letzte Woche immer richtig krank, wenn ich gegen den gekommen bin. Rechtsverteidiger Walker gefällt mir nach wie vor auch extrem gut. Der könnte ein bisschen stärker sein, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich überlegt, mir Valencia zu holen. Habe dann aber gesehen, dass Valencia nicht mal mehr Stärke hat als Walker. Vielleicht ein, zwei Punkte mehr. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Deswegen werde ich bei Walker bleiben. Der gefällt mir nämlich außer der Stärke extrem gut. Ramos, muss ich sagen, bin ich noch nicht so hundertprozentig warm geworden mit ihm. War auf jeden Fall sehr, sehr stark, auch besser als Davinson Sanchez, aber ich habe ein bisschen mehr von ihm erwartet, muss ich sagen. Varane nach wie vor mein Lieblingsinnenverteidiger in FIFA 19. Dann haben wir Marcelo, da war ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich gut ist, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sein Tempo geht auf jeden Fall klar mit 82 Tempo und auch offensiv hat er halt echt was drauf. Mit dem kann man mal easy die Außenbahn entlang rennen und gute Pässe in die Mitte spielen. Von dem her bin ich mit dem extrem zufrieden. Dann geht es weiter mit dem Mittelfeld. Gehen wir mal von der Startelf aus, beziehungsweise gehen wir mal davon aus, wie es in-game ist. Hier übrigens ein richtiges Feldtor, der Ball wäre niemals reingegangen, aber prallt dann vom Marcelo ab und rollt ins Tor. Richtig, richtig bitter, damit standen wir 18:4, nachdem wir 18:2 standen. Hier auch lustig, wir kommen gegen den roten Mbappé. Und ja, da habe ich einen Spruch rausgehauen im Stream, den einige ziemlich gefeiert haben. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ob der Gegner den roten Mbappé aus Elite-Packs bekommen hat oder aus einer Cornflakes-Packung, denn der Typ war halt echt nicht so gut, dass er einen roten Mbappé hat. Also das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber wenn man gegen jemanden kommt mit einem roten, kranken Spieler, denkt man ja eigentlich erstmal, dass der ein sauguter Spieler ist, Top 100, Elite oder whatever, aber der war halt eigentlich echt nicht so gut. Trotzdem gönne ich ihm natürlich den roten Mbappé. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Dann kommen wir weiter, machen wir weiter mit der Team Review. Da haben wir unsere beiden ZDMs, Fabinho und Kondogbia in der 4-2-3-1. Fabinho gefällt mir nach wie vor extrem gut, da fragen mich immer voll viele, warum ich Fabinho spiele und nicht Fernandinho. Einmal wegen der Größe, Fabinho ist viel, viel größer.
Und Fabinho kann auch, glaube ich, sehr, sehr viel besser schießen. Ist ein Ticken schneller. Die Elfmeter macht er eigentlich auch immer solide. Da hat er nämlich 91 bei Elfmeter. Also Fabinho gefällt mir nach wie vor richtig, richtig gut. Der kann bloß nicht so mega krank schießen. Ansonsten haben wir Kondogbia, der mir nach wie vor extrem gut gefällt, weil der einfach nicht nur defensiv, sondern auch offensiv verdammt stark ist mit Forster Skills. Aber den möchte ich dann, wie gesagt, bald durch Pogba ersetzen. Und dann haben wir auf dem linken Flügel bzw. linker zentraler Offensiv-Mittelfeldspieler Martial. Und da muss ich sagen, der gefällt mir dieses Jahr echt nicht so gut wie die letzten zwei Jahre. Deswegen bin ich da hart am Überlegen, was ich mit dem Kerl mache. Das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber Martial gefällt mir dieses Jahr leider nicht so gut. Hier wurde mir komplett die Ehre genommen mit dem Tor. Das war schon böse. Ansonsten, ja, statt Martial werde ich bestimmt mal Mané testen, aber eigentlich will ich mir unbedingt Hazard holen, denn der Player of the Month Leihspieler hat mir so krank gut gefallen, der ist so perfekt, so unfassbar dribbelstark, schussstark, also der gefällt mir ultra gut dieses Jahr, muss ich sagen, und das wäre auch der perfekte Zehner, denn aktuell haben wir als Zehner Gabriel Jesus, der da auf der Position vielleicht nicht der Beste ist, muss man ganz klar sagen. Da wäre Hazard sehr, sehr viel besser auf der 10er-Position. Gabriel Jesus gefällt mir aber trotzdem unfassbar gut. Den würde ich dann allerdings als linkes Mittelfeld spielen für Martial. Und auf rechts haben wir nach wie vor Mahrez, der mir immer noch sehr, sehr gut gefällt mit seinen 5-Star-Skills. Die Finesse-Shots macht er eigentlich auch immer solide rein. Und ansonsten neu im Team Aubameyang. Absolute Maschine, den Typ feiere ich echt mega, kann ich echt empfehlen, richtig geiler Premier League Stürmer mit Forster Skills, gutes Tempo, richtig abschlussstark und auch bei Ecken hat er oft den Ball mit dem Kopf versenkt, das auf jeden Fall so viel zu meinem Team als Review. Wir standen dann 21-5, heißt wir mussten aus den letzten vier Spielen nochmal zwei gewinnen, letzte Woche war das glaube ich genauso und das haben wir dann grandios verhauen, aber gegen den Gegner gehen wir dann direkt mal nach 5 Minuten mit 1-0 in Führung und da das zweite Tor auch 3 Minuten später zum 2-0. Beide Tore habe ich geschossen mit der R1-Flanke, die kann ich extrem empfehlen. Da müsst ihr einfach nur R1 auf der PS4 oder RB auf der Xbox drücken und dann flanken und dadurch flankt der den Ball dann so in den Lauf des Spielers. Extrem gute Variante, um Tore zu schießen. Ist natürlich nicht ganz so häufig der Fall, dass der Spieler dann vorne auch so frei steht. Aber wenn das mal der Fall ist, ist das die beste Möglichkeit, den Spieler vorne perfekt zu bedienen. Damit stehen wir 22-5 und haben 3 Chancen auf Elite 3. Das muss doch möglich sein. Nicht wundern, ich habe rechts oben bei der Facecam dann mal das Ringlicht ausgeschaltet, denn ich habe da so ein Licht hinter meinem Monitor, damit ihr mich immer gut seht bei den Livestreams. Aber nach 3-4 Stunden Stream blendet das einfach zu krass, deswegen habe ich es mal für die letzten Spiele ausgemacht. Ansonsten war der Chat auch gut gehypt, weil ich gesagt habe, wenn wir Elite erreichen, spielen wir eine Runde Minecraft. Das habe ich in FIFA 18 auch schon gemacht. Für alle Leute, die es nicht wissen, ich habe früher mal einen Minecraft-Kanal gehabt namens Diatiego. Ja, da habe ich die klassischen 0815 Minecraft-Videos gemacht. War eigentlich eine ganz lustige Zeit, aber Minecraft-Videos wird es bei mir definitiv nicht mehr geben, aber im Stream kann man immer mal gerne eine Runde zocken. Vielleicht wird das jetzt zum Ritual, immer wenn ich Elite komme, dann gibt es eine Runde Minecraft zum Abschluss. Vielleicht kann ich auch mal eine Runde Fortnite oder so zocken, da bin ich gerne offen für Vorschläge für irgendwelche Spiele, aber am liebsten eigentlich Fortnite oder auf eine lustige Runde Minecraft, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Hier, den Ball, wie ich den verschossen habe, keine Ahnung, wie den Neymar nicht reingemacht hat. Aber wir konnten nach 3-1 Rückstand das Spiel tatsächlich drehen, denn Hazard passt den Ball auf Aubameyang und er macht das 4-3 und damit unfassbar schaffen wir es noch, das Spiel zu drehen und holen uns in der zweiten Woche der Weekend League endlich das verdiente Elite, nachdem wir es letzte Woche unfassbar unglücklich verpasst haben. War auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, hat mich mega gefreut und dann hatten wir natürlich noch ein Spiel übrig. Und beim letzten Video der Weekend League hat mir jemand geschrieben, dass er seine letzten zwei Spiele, die ihm eh nichts gebracht hätten, verschenkt hat. Dann haben wir das auch gemacht. Höwedes im Sturm gestellt, haben den Gegner 3 Tore schießen lassen und ihm den Sieg geschenkt. Ich weiß halt nicht, ob das verboten ist oder so. Muss ich mich nochmal schlau machen, dann
Ich gönne so einen Sieg natürlich sehr, sehr gerne irgendeinem Gegner, weil es mir selber ja nichts mehr bringt. Kann man gerne mal eine Ehrenmann-Aktion raushauen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Aber was soll's, danach ging's natürlich rein, noch anderthalb Stunden Minecraft gespielt bis 3 Uhr nachts mit den Abonnenten. Das war schon super geil. Schon echt merkwürdig, weil immer mal wieder Leute reinkamen in den Stream und gefragt haben, was geht hier denn ab, warum zur Hölle spielst du Minecraft? Aber war ganz lustig, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die dabei waren. Und dann würde ich sagen, macht's gut, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Lasst einen fetten Like da für Elite 3, ich freue mich auf jeden Fall fett auf die Rewards. Bis dahin hören wir uns, macht's gut, haut rein und ciao.